willkommen bei Fitorial, Tag 13 unserer Challenge. Und heute wollen wir uns mal ein bisschen dem Thema Cardio widmen. Cardio und ihr müsst nichts machen. Ist das nicht ein schönes Video? Also direkt mal zu Beginn. Zu Beginn erstmal die Info, ihr braucht keine Sportklamotten, ihr müsst uns einfach nur zuhören und eins zu eins das umsetzen, was wir euch sagen. Das ist sowieso der wichtigste Teil dieser ganzen Challenge. Selbstverständlich, oder? Ja. So, wir möchten mal über Cardio sprechen. Was heißt überhaupt Cardio? Was ist Cardio-Training? Ausdauertraining. Ausdauertraining, und vielleicht habt ihr ja schon mitbekommen, dass die Fitorial 5 Workouts relativ kurz sind. Sie sind so knapp über 5 Minuten. Und wer jetzt gedacht hat, ah, das ist ja praktisch, ich kann in 5 Minuten einfach alles erledigen. Ah, wir haben euch leider nicht alles verraten. Es fehlt eine kleine Info, und zwar Herz-Kreislauf-System trainieren wir damit leider nicht. Also klar, auch bei den 5 Übungen von Fitorial geht der Puls ein bisschen in die Höhe, aber natürlich nicht so wie bei einem richtigen Ausdauertraining. Also da brauchen wir schon deutlich mehr Puls. Vor allen Dingen müssen wir auch länger trainieren als nur 5 Minütchen, damit wir wirklich von einem Cardio-Training sprechen können. In der Regel sagt man so, ab 20 Minuten fängt ein Ausdauertraining erst an. So, machen wir hier aber nicht. Was ist also die Info, die wir euch da leider mitgeben müssen? Es braucht noch so einen kleinen Zusatzaufwand eurerseits, damit ihr euer Training wirklich ausgeglichen gestaltet. Genau, wenn ihr es komplett machen wollt, dann müsst ihr einfach zusehen, dass ihr noch irgendwie eine Ausdauerkomponente reinbringt. Und am einfachsten, finde ich, sind da so Sachen wie Schwimmen, Fahrradfahren, Laufen. Das sind so die drei einfachsten. Die Klassiker. Die Klassiker. Aber natürlich zählen auch so Sachen wie Tanzen, Basketball, Tennis, Squash dazu. Also falls ihr euch da irgendwo wiederfindet, natürlich auch gerne sowas. Auch hier ist einfach wieder das Wichtigste, nehmt was, was euch wirklich Spaß macht und wofür ihr euch nicht zwingen müsst. Ja, alles andere funktioniert auch nicht. Also dann geht man einmal laufen, dann quält man sich vielleicht einmal ins Schwimmbad. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn es eine Qual ist, dann macht man es nicht. Also da ist wirklich beim Ausdauertraining, finde ich, ist es noch wichtiger, was zu finden, wofür man brennt, was einem richtig Spaß macht. Bei Fitorial 5 kann man immer noch sagen, es sind nur 5 Minuten. Eben. Aber da kann man sich vielleicht auch mal so durchkämpfen, gerade an einem Tag, wenn man sagt, eigentlich habe ich heute keinen Bock, aber komm, 5 Minuten. Aber sich eine Stunde durchkämpfen, das macht keiner. Nee. Also denkt einfach mal darüber nach, was euch in der Hinsicht vielleicht gefallen könnte, was zu euch passt, wo ihr wirklich das Gefühl habt, da könntet ihr Spaß dran finden. So, und das ist, würde ich mal vorschlagen, das ist die Hausaufgabe für heute. Ihr müsst ja kein Workout machen, aber das euch mal wirklich in den Kopf reinhämmern. Morgen gibt es dann wieder ein neues Workout. Wir haben uns ein paar kleine Variationen wieder ausgedacht. Also morgen wieder Sportklamotten an und Vollgas. Exakt.